Oft gilt auch in der Politik der Satz im Kleinen wie im Großen. Und dabei ist dann das eine quasi das Modell oder der Prototyp oder der Vorläufer oder die Blaupause für das Folgende. Für die EU sind seit 2008 Krisen das Mittel gewesen, das dabei geholfen hat, die nationalen Eigenwilligkeiten der Mitgliedstaaten zu drosseln bzw. zu zähmen und die EU dabei politisch zu zentralisieren. Um nun die westliche Welt insgesamt oder gar die ganze Welt politisch besser zu vereinheitlichen und politisch zu zentralisieren, werden daher nicht unwahrscheinlich noch entsprechend größere, also globalere Krisen das besonders geeignete Mittel sein. Vielleicht war ja vieles davon, vielleicht sogar alles, auch nur Pech und Zufall. Aber wer ist denn für alles verantwortlich, wenn nicht die Politik bzw. die politischen Entscheidungen? Wenn man jetzt jedenfalls mit noch größeren Krisen rechnet, bleibt man jedenfalls schon mal dem Gesetz der Serie treu und der Erkenntnis, dass sich mächtige Trends in der Regel in gleiche Richtung immer weiter fortsetzen, solange es nicht aus irgendeinem Grund zu einer tatsächlichen Trendwende kommt. Also wenn ich ein Wahrsager wäre, zum Beispiel mit Glaskugel oder ein Kaffeesatzleser, dann würde ich jetzt mal kurz einen Blick in die Glaskugel oder in den Kaffeesatz werfen und dann prophezeien, dass es demnächst eine weitere Krise oder eine Krisenverschärfung geben wird. Damit kann man sich als Wahrsager erstmal in Ruhe zurücklehnen, sehr hohe Eintrittswahrscheinlichkeit. Später kann man dann noch ergänzen, dass es zu weiteren Krisen kommen wird und dass wahrscheinlich mindestens die nächsten 5 bis 10 Jahre eine einzige Serie von Krisen sein werden. Vielleicht nur Pech und Zufall, aber doch irgendwie vorhersehbar.